This is Radio Moskau. Hier spricht Radio Moskau. Die Menschen in Warschau leben warm und sicher in einem neuen Wohnblock und haben keine Angst mehr vor einem kalten Winter. Natürlich ist das nicht das echte Radio Moskau, sondern eine amerikanische Karikatur. Die Propagandalügen der Kommunisten entlarvt von einem Hollywood-Helden, Ronald Reagan. Lügen, alles Lügen. Die freie Welt glaubt diese Lügen nicht. Im Herbst 1950 begannen die amerikanischen Bürger einen Kreuzzug, angeführt von General Clay und General Eisenhower. Der Kreuzzug für die Freiheit hat unsere Nation ergriffen und zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich. Der zukünftige 40. Präsident der USA wirbt bei seinen Mitbürgern um Spenden für einen Propagandasender, der den Menschen hinter dem eisernen Vorhang die amerikanische Version der Wahrheit bringen soll: radiofreies Europa. Täglich überwindet der Sender den eisernen Vorhang und verkündet eine Botschaft der Hoffnung für die Millionen Gefangenen in Osteuropa. Von 1950 an entsteht bei Radiofreies Europa ein Programm für die Länder unter sowjetischer Herrschaft. Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Der Sender ist in München, der Hauptstadt der amerikanischen Besatzungszone. Von Anfang an sind Radiofreies Europa und der Schwestersender Radio Liberty den östlichen Geheimdiensten ein Dorn im Auge. Selbst vor Mord schrecken sie nicht zurück. Richard Cummings, der ehemalige Sicherheitschef, kann ein Lied davon singen. Von 1980 bis 1989, das war eine sehr aufregende Zeit. Es war auch eine schwierige Zeit. Es gab Bombenattentate, Mordversuche, Entführungsversuche. Unsere Mitarbeiter in München wurden bedroht, Spione verhaftet. Manchmal fragte ich mich, wie das alles zu schaffen war. 21. Februar 1981, kurz vor 22 Uhr. Eine Explosion erschüttert das nächtliche München. Die rumänische Sprecherin Gertrud Dumitrescu ist zu Hause. Auf einmal klingelt's Telefon und es war ein Kollege, der war ganz aufgelöst und sagte, du, eine Bombe ist hochgegangen im Radio. Wir haben natürlich alles stehen und liegen gelassen zu Hause, sind ins Auto gesprungen und sind zum Sender gefahren. Hier wurde die Bombe deponiert. Zwei Terroristen schleppten 15 Kilo Plastiksprengstoff Nitropenta hierher. Um 9.47 Uhr ging die Bombe hoch. Wir kamen an der Tivoli-Brücke an. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es Ihnen erzähle. Es war alles abgesperrt von Polizei. Als ich da durch diesen Durchgang, durch diesem Haus ging, hörte man die Fensterscheiben, die immer noch klirrten. Es flogen immer noch so kleine Scherben aus den Fenstern von den gegenüberliegenden Häusern. Es war gespenstisch. In dieser Menschenmasse entdeckte ich den Sprecher, unseren Sprecher. Ich hatte Tränen in den Augen, wir haben uns umarmt und er sagte, beruhig dich, wir sind alle am Leben. Es geht uns gut. Erst nach dem Fall der Mauer wird klar, dass das Attentat eine Auftragsarbeit für den rumänischen Geheimdienst Securitate war. Das Honorar? $1 Million. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Augen der Sicherheitskameras tot. Aber die Erinnerungen an die Sender sind höchst lebendig. Diese Sender haben bewusst etwas für diejenigen getan, die sich mit dem Regime und mit dem System nicht arrangieren konnten. Die aber keine Möglichkeit eines Protestes hatten, die auch keine Möglichkeit einer Flucht hatten. Sie hatten eigentlich nur die Möglichkeit einer inneren Emigration.
Elvira und Waldemar Lind wachsen in der Sowjetunion auf. Trotz aller Gefahr hört ihre Mutter, eine Lehrerin, westliche Sender. Elvira und ihr Bruder hören mit. Ich habe das Wohnzimmer vor Augen mit dem Radio, mit den Fenstern, mit dem Sofa. Und entweder versuchte meine Mutter, den Empfang reinzukriegen, oder mein Bruder. Aber es gibt ein bestimmtes Bild eigentlich, das ich nicht vergesse, wie mein Bruder auf einem Stuhl am Fenster kniet, weil er damals noch nicht eigentlich so weit gucken konnte, mit Ellbogen auf dem Fenster gestürzt und über die Gardinen, wir hatten so Halbgardinen, auf die Straße hinausschaut, ob irgendwo ein Scheinwerferlicht zu sehen war. Uns war ganz klar, dass wir etwas tun, was nicht erlaubt ist und dass wir darüber auch nicht sprechen, nicht mit anderen sprechen dürfen. Wir haben versucht zu kontrollieren, ob ein Auto vorbeikommt. Das waren die sogenannten, in unserer Vorstellung, schwarze Autos, die wir damals kontrollieren konnten, ob jemand Feindsender gehört hat oder nicht. The avowed goal of the communists is world domination. Die Idee zu einem Propagandasender entsteht Ende der 40er Jahre. Die Amerikaner sind alarmiert. In Europa fällt Land für Land unter sowjetische Herrschaft. Der Vormarsch des Kommunismus scheint durch nichts zu stoppen. Die Führer im Kreml benutzen jedes Mittel einer modernen Diktatur, um die 70 Millionen Bürger dieser Länder zu Instrumenten ihrer Macht zu formen, sie zu Sklaven zu machen, die wiederum andere versklaven müssen. Der eiserne Vorhang trennt Europa. Die Grenze geht mitten durch Deutschland. Der eiserne Vorhang war ein Informationsvorhang. In diesem alle Informationen über Allzeitalter heute ist es schwer, sich vorzustellen, wie isoliert die Völker hinter dem eisernen Vorhang waren. Für Radiowellen ist der eiserne Vorhang kein Hindernis. Das Problem ist eher das Programm. Ross Johnson, einer der Direktoren von RFI, erinnert sich. Anfangs gab es, besonders in Washington, sehr naive Vorstellungen darüber, woher die Informationen für das Programm kommen könnten. Einige glaubten, man könne Geheimdienstberichte nehmen und sie zu Sendungen machen. Das Problem war, dass es herzlich wenig von diesen Berichten gab. Und senden konnte man sie schon gar nicht. Aber in den Filmen mit Ronald Reagan sieht die Arbeit von RFE trotzdem aus wie ein billiger Agentenkrimi. Dies ist die Geschichte eines Mannes, den die Kommunisten Verräter nennen. Verräter, weil er es wagte, von Freiheit zu reden. Vor weniger als 24 Stunden traf sich Stefan Makacek mit einer kleinen Gruppe von Männern. Eine von vielen Tausenden hinter dem eisernen Vorhang. Das war die Freiheitsglocke. Sie hören Radio Freies Europa mit der täglichen Nachrichtensendung. Radio Freies Europa ruft Pressow. Diese Nachricht ist eine Warnung für X217 aus Pressow. Sie wurden von der roten Polizei entdeckt. Gewarnt von Radio Freies Europa flieht Agent X217 in den Westen und benutzt Radio Freies Europa, um den Verräter anzuklagen. Radio Free Europe calls on Presa. Radio Freies Europa ruft Presa. Vor 24 Stunden wurde ich von einem verraten, der sich als Patriot ausgibt. Es ist Kamerad Straga. Er ist ein Verräter und ein Agent der Geheimpolizei. Radio Freies Europa wird Kamerad Straga nicht vergessen. Pass auf, Kamerad Straga, du bist entlarvt. Agentengeschichten sind auf die Dauer kein erfolgreiches Programm und es gibt auch andere Probleme. Besonders Radio Liberty ist davon betroffen. Der zweite Propagandasender in München mit einem Programm ausschließlich für die UdSSR. Jim Critchlow war 1952 dabei, als Radio Liberty in München gegründet wurde. Unsere Technik war sehr primitiv.
Die Sendung wurde in München aufgenommen. Dann wurde das Sendeband per Motorrad zum Hauptbahnhof gebracht. Dort übernahm es der Schaffner eines Zuges nach Mannheim. In Mannheim gab der das Band einem weiteren Motorradfahrer, der es nach Lampertheim brachte, wo der eigentliche Sender stand. Das bedeutet, dass zwischen Nachricht und Sendung kostbare 8 Stunden vergehen. German Federal Republic, Radio Free Europe. Ungarisch. Das Vorbild für die amerikanischen Sender ist die BBC während des Zweiten Weltkriegs. 3 people from the BBC had come to Munich sometime. Irgendwann 1951 kamen 3 Leute von der BBC, um sich radiofreies Europa anzusehen. Sie fuhren zurück und schrieben einen Bericht. Sie fanden, der Sender sei ein Irrenhaus. Die Sendungen seien außer Kontrolle. Die Mitarbeiter täten nur das, was sie wollten, und der Sender würde nicht effektiv geleitet. Das mag so gewesen sein, ich war damals noch nicht hier, aber ich weiß, dass sich das schnell änderte. Ralph Walter kommt 1954 zu Radio Freies Europa. Er heiratet eine Deutsche und arbeitet über die Jahre hinweg mehrfach und in verschiedenen Funktionen für RFE. Beim Sender trifft er Paul Hensy wieder, einen Studienfreund aus Minneapolis. Leute wie sie stehen am Anfang einer neuen Epoche von radiofreies Europa. Als ich zu Radio Freies Europa kam, war ich gerade mal 28. Ich wurde einer der führenden Leute im Management-Team, das den Sender in den gesamten 50er Jahren organisierte und leitete. RFE war sehr kreativ, in dem Sinne, dass es eine Gruppe von fähigen, zum Teil sehr jungen Leuten zusammenbrachte und ihnen die Möglichkeit gab, Radio zu machen. Wir sagten immer, wir sind da, um uns arbeitslos zu machen. Also wenn der Kommunismus zusammenbrach, wovon ich überzeugt war, zumindest in Osteuropa, dann würde man uns nicht mehr brauchen. Wir entwickelten uns Schritt für Schritt. Wir lernten durch Praxis. Jim Brown beginnt in einer Abteilung, die die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Osteuropa beobachtet und analysiert. Auch er wird später einige Jahre lang radiofreies Europa leiten. Es war eine sehr merkwürdige Atmosphäre. Ich wusste wenig über Osteuropa, war noch nie dort gewesen. Das Nachkriegsmünchen ist ein Sammelbecken für Immigranten aus Osteuropa. Unter ihnen findet radiofreies Europa seine Mitarbeiter. Für die ist ein Job bei RFE ein großer Glücksfall. Es gab viel Humor, viele Intrigen. Viele dieser Intrigen waren mir nicht bewusst, doch ich spürte, dass es sie gab. Da sind nicht nur die nationalen Unterschiede. Auch in den einzelnen Abteilungen gibt es große politische und kulturelle Gegensätze. Nach einer Weile begann ich zu begreifen, dass ich mir keinen spannenderen Ort hätte aussuchen können. Ich bin Radiosprecher für Nachrichten in Polnisch. Radio Europa sendet in 7 Sprachen an ein Publikum von über 70 Millionen Menschen. Mein tschechischer Kollege. Die Nachrichten sind klar und sachlich, ohne Meinungsäußerung oder politische Beeinflussung. Nachrichten wie in den USA oder jedem anderen freien Land. Nachrichten auf Ungarisch. De a felmérések szerint további 63 város 1099 iskolájában New York, Rumänisch. Nicht alle Mitarbeiter wagen es, so offen ihr Gesicht zu zeigen. Aus Angst vor Angriffen und Sorge um ihre Familie zu Hause. Die Qualität unserer osteuropäischen Mitarbeiter war entscheidend. Der Sender konnte niemals besser sein als die Leute, die das Programm machten.
Das gilt auch für Radio Liberty, das den Vielvölkerstaat Sowjetunion mit seinen mehr als 20 Sprachen bedient. Die meisten Mitarbeiter kamen aus der Sowjetunion, nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine, Usbekistan und so weiter. Wir lernten viel von ihnen. Sie waren politische Gegner des Regimes. Hunderte von Mitarbeitern von Radio Liberty wissen, was es bedeutet, in einer totalitären Gesellschaft zu leben. Leonid Pilayev, Absolvent der Moskauer Universität, einst überzeugter Kommunist. Weil er sich gegen kommunistische Säuberungsaktionen äußerte, kam er nach Sibirien. Hanja Johansen, Tochter eines ukrainischen Dichters. Nachdem ihr Vater während einer Säuberungsaktion ermordet wurde, floh sie mit ihrer Mutter in den Westen. Hinter jedem Mitarbeiter von Radio Liberty steht eine Geschichte, die einen Roman wert wäre. Lange bevor er zu Radio Liberty kam, war Alexander Mannheim ein glühender Kommunist. Ich bin in Sibirien aufgewachsen und in einem Arbeitslager geboren. Denn meine beiden Eltern waren politische Häftlinge und ich war so weit indoktriniert, dass ich gedacht habe, es ist auch richtig, dass sie verhaftet worden sind und dass sie ihre Strafe abbüßen müssen, denn es sind Feinde des sozialistischen Systems. Die offizielle Einstellung der Sowjetführung war, dass ein politisch Gefangener ist viel gefährlicher als ein Mörder oder ein Räuber. Denn ein Mörder kann im Herzen ein Sozialist, Kommunist sein, er hat nicht gegen das System. Dagegen ein Politischer, der zweifelt. Der Zweifel, was das System betrifft, und das ist dem System viel gefährlicher als ein Massenmörder. Die Geschichte von Radio Liberty beginnt mit einem Paukenschlag. So we started broadcasting on March 1st, 1953. Am 1. März 1953 begannen wir zu senden. Am 5. März starb Josef Stalin. Das war natürlich eine ungeheure Nachricht für uns. Um 3 Uhr nachts wurde ich aus dem Bett geholt. Zusammen mit einem russischen Produzenten, einem russischen Sprecher und einem Fahrer fuhren wir nach Lampertheim, wo wir frühmorgens ankamen. Wir blieben dort für 2 oder 3 Tage, ließen uns die Sendungen aus München per Telefon diktieren und sendeten sie dann live. Ich kann mich sehr lebhaft an die Zeit um Stalins Tod erinnern. Es war ein ungeheuer wichtiges Ereignis. Plötzlich scheint es in Osteuropa eine Chance zur Befreiung aus der Vorherrschaft der Sowjetunion zu geben. Ein Feuer, das es zu schüren gilt. Bei RFE, wie in der US-Politik, gibt es 2 Fraktionen. Die einen glauben, dass die sowjetische Herrschaft durch Gewalt zu brechen ist, Land für Land. Die anderen setzen auf eine Entwicklung ohne Blutvergießen. Manche Osteuropäer hofften auf eine schnelle Befreiung, so etwa wie am Ende des Zweiten Weltkriegs. In dieser Zeit gab es eine Reihe von Unruhen in Osteuropa. Ihren Höhepunkt fanden sie im Aufstand von Berlin am 17. Juni 1953. Der Aufstand beginnt als Streik der Ostberliner Arbeiter. In Windeseile ergreift er die ganze Gesellschaft. Die sowjetische Vorherrschaft ist in Gefahr. Für den jungen Paul Hensi ist der 17. Juni 1953 die Feuertaufe. Er ist Chef vom Dienst bei RFE. Alle anderen Mitglieder des Managements waren unterwegs. Ich war für alle Sendungen verantwortlich. Ich rief Rias an, den berühmten von den USA finanzierten Sender in West-Berlin, und sorgte für direkte und schnelle Informationen über das Geschehen in Ost-Berlin. In Sondersendungen berichtet radiofreies Europa seinen gebannten Hörern in Osteuropa von den Ereignissen in Berlin. Musik
Zum ersten Mal fordert ein von den Sowjets beherrschtes Land seine Unterdrücker heraus. Sowjetische Panzer ersticken den Aufstand im Keim. Wie viele Menschen sterben, wird man nie erfahren. Berlin ist der Präzedenzfall für das, was ein paar Jahre später in Budapest und dann in Prag passieren wird. Unter den ungezählten Hörern von RFE sind auch Daniel Schlengers Eltern in Bukarest. Sometimes during the night, my father... Manchmal baute mein Vater mitten in der Nacht ein kleines Zelt aus Kissen und versteckte sich darin, um irgendetwas zu hören. Ich war vielleicht 6 oder 7 Jahre alt und konnte nicht verstehen, was er dort machte. Es dauerte einige Jahre, bis ich erkannte, dass er Radio Freies Europa hörte. Ein paar Straßen weiter hört Gertrud Dumitrescu mit ihren Eltern Radio Freies Europa. Ich war 10 Jahre alt, da begannen die Hausdurchsuchungen mitten in der Nacht. Um 2:30 kam die Geheimpolizei rein, und zwar haben sie uns mit den Stiefeln die Türen eingetreten, haben uns die Matratzen aufgeschlitzt, den Fußboden aufgerissen, um Dokumente oder weiß Gott was zu suchen. Den Sender zu hören war sehr gefährlich. Man wusste nicht genau, was passieren würde, wenn sie einen erwischten. Doch diese Angst war immer da. Wo immer sich eine Lücke auftut im eisernen Vorhang, fliehen Menschen unter Lebensgefahr in den Westen. Mit 19 kommt Gertrud Dumitrescu mit ihrer Familie aus Rumänien nach Deutschland. Ein Bekannter schlägt ihr vor, für den Sender zu arbeiten. Meine Mutter hat gezittert und fast geheult und hat gesagt, nein, bitte, bitte, bring sie nicht dahin. Die werden dort alle ermordet und da ist bestimmt KGB und weiß Gott was. Die lauern euch auf und das ist so gefährlich und ich habe ja nur dieses eine Mädchen, bitte bring sie nicht dahin. Aber ich bin gegangen. Von der Hörerin wird sie zur Sprecherin. Langsam wurde ich da angelernt. Ich muss dazu sagen, dass ich keine Nachrichten lesen konnte oder irgendein Programm, ohne dass jemand neben mir sitzt, weil meine Hände haben dermaßen gezittert, dass ich das Blatt so gezittert, dass ich die Reihen nicht mehr verfolgen konnte. Die Sorgen von Gertrud Dumitrescus Mutter sind nicht unbegründet. Die Kantine war das erste Ziel eines Anschlags. Ein tschechischer Mitarbeiter sollte die Salzstreuer mit Gift befüllen. Er verriet aber den Plan an die Amerikaner. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in jeder Abteilung von RFE die östlichen Geheimdienste Agenten installiert haben. Immer wieder werden Mitarbeiter eingeschüchtert, bedroht, erpresst. Die kommunistischen Regimes kämpfen gegen Radio Freies Europa und Radio Liberty auch mit überstarken Störsendern, die die Programme fast unhörbar machen. Meine wichtigste Erinnerung an Radio Freies Europa ist das Geräusch, mit dem die Kommunisten versuchten, die Sendungen zu stören. Es war wie eine Art Echo, das kam und ging. Der Ton wurde gestört und kam dann wieder zurück. Heute bin ich erwachsen und all das liegt weit zurück. Ich kann mich nicht mehr an die Inhalte der Sendungen erinnern, aber ich erinnere mich an dieses Geräusch, das kam und ging. Das entsprach irgendwie unserem Lebensgefühl. Da draußen war eine andere Realität, die kam und ging. Und wir hofften, dass wir irgendwann in dieser Realität ankommen würden. Ein ausgeklügeltes System von Mittel-, Lang- und Kurzwellensendern trägt die Programme bis hinter den Ural. Und von Taiwan aus in die asiatischen Gebiete der UdSSR. Jim Lambert war lange Jahre Chef der Sendeanlagen im hessischen Lampertheim. Mitten im Kalten Krieg war das natürlich sehr schwierig zu senden, weil unsere Gegner damals haben unsere Sendestation gestört. Die haben praktisch mehr Geld ausgegeben, unsere Programme zu stören, als wir ausgegeben haben zu senden. Und wir haben alles probiert natürlich, da reinzukommen, und dann müssen wir mehrere Stationen bauen. Und dann haben wir angefangen,
von Portugal und von Spanien zu senden. Radio Europa Libera, Voce Romaniei Libere. Werden die Nachrichten gestört, versuchen die Techniker von RFE auf Nachbarfrequenzen auszuweichen oder die Sendeleistung zu verstärken. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel auf höchstem technischen Niveau. Die Hörer führen ihren eigenen Kampf. Sie bauen heimlich Hochleistungsantennen und suchen nach den Orten mit dem besten Empfang. Die Angst, verraten oder entdeckt zu werden, ist ein ständiger Begleiter. Ich kann mich daran erinnern, dass Mutter ab und zu aufs Dach gegangen ist, wo ich ihr dann gesagt habe, Mutter, du bist verrückt, das gibt's nicht, dass sie aufs Dach gegangen ist, um zu prüfen, ob der KGB nicht irgendwelche Abhöranlagen bei uns im Dach im Haus installiert hat. Jim Lambert war radiofreies Europa ein Begriff, lange bevor er nach Deutschland kam. Jedes Kind in den USA kannte die Werbung aus dem Fernsehen und dem Radio. Mein Name ist Ronald Reagan. 16 Millionen Amerikaner haben für die Freiheitsglocke gespendet. Ein Symbol der Hoffnung für die vom Kommunismus beherrschten Völker. Ich habe zuerst einmal von Senderfreies Europa gehört. Ich war vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Und man hat diese Kampagne in Rundfunk und Fernsehen, in der Presse in Amerika, dass man Geld spendet, diese Sendestation zur Unterstützung. One thing that eine Sache war bei RFE besonders unehrlich, nämlich, dass sie das Gerücht zuließen, RFE würde von einer Kampagne finanziert, die sich Kreuzzug für die Freiheit nannte. By an outfit called the Crusade for Freedom. Es hieß offiziell, dass es so Wohltätigkeitsorganisationen gibt, die $1 pro amerikanischen Bürger sammeln und daraus entstehen unsere Gelder, ja. Now, the Crusade for Diese Kampagne führte jedes Jahr Kreuzzüge durch, bei denen sie die leichtgläubigen Amerikaner um Spenden baten. Der Kreuzzug für die Freiheit ist unsere Chance im Kampf gegen den Kommunismus. Helfen Sie mit Ihrer Spende an General Clay, Kreuzzug für die Freiheit, Empire State Building, New York City. Ziel dieser Kampagne war, zu zeigen, dass RFE eine von Amerikanern unterstützte Einrichtung war und dass die Leute dort für die amerikanischen Ideale arbeiteten. In Wirklichkeit sollte vertuscht werden, dass der Sender von der CIA finanziert wurde. In den frühen 50er Jahren steckt die CIA noch in den Kinderschuhen und hatte nicht den zweifelhaften Ruf wie heute. Mein erstes Jobangebot kam von der CIA. Eigentlich war ich stärker an diesem Komitee für ein freies Europa interessiert. Am Tag, an dem ich der CIA zusagte, bekam ich ein Angebot von Radio Freies Europa. Sofort widerrief ich per Eilbrief meine Zusage an die CIA. Ich hatte keine Ahnung, dass Radio Freies Europa von der CIA bezahlt wurde. Die CIA gab uns keine Anweisungen. Die CIA stellte das Geld für Bau und Betrieb der Sender zur Verfügung. Aber niemand in der amerikanischen Regierung sagte uns, was wir senden sollten. Eigentlich war es sogar so, dass Radio Freies Europa die US-Regierung anleitete, anstatt ihr zu folgen. Denn RFE war eher mit den Problemen konfrontiert als die US-Regierung. In der Nähe von München betreibt Radio Freies Europa eine Monitorstation. Dort werden rund um die Uhr sämtliche Sendungen kommunistischer Stationen aufgezeichnet, abgeschrieben und ausgewertet. Umfassende Lektüre aller Ostblock-Zeitungen, Berichte von Diplomaten und Interviews mit Besuchern aus dem Osten ergänzen das Bild. All diese Informationen zusammen ermöglichen einen ziemlich genauen Überblick über die Situation hinter dem eisernen Vorhang. Das Wesen des Kommunismus war Heimlichtuerei. Alles war geheim.
Natürlich gab es auch einen eisernen Vorhang zwischen Osteuropa und der Sowjetunion selbst. Die Regierungen in den osteuropäischen Ländern wussten oft selbst nicht, ob gerade etwas in Moskau passierte, das auch sie anging. Drei Jahre nach dem Aufstand in Berlin gelingt den Sendern ein sensationeller Coup. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU hält Chruschtschow, der neue Machthaber im Kreml, eine Rede, in der er hart mit seinem Vorgänger Stalin abrechnet. Ein ungeheurer Vorgang, der die bisherige sowjetische Politik in Frage stellt. Der Text wird den Sendern zugespielt und die ziehen alle Register. Chruschtschows Rede wird übersetzt und über Tage in voller Länge auf allen Frequenzen gesendet. Die Rede wird auch gedruckt und per Ballon durch den eisernen Vorhang geschickt. Sie zeigt überall im Ostblock Wirkung. Im Sommer 1956 brechen in Polen Unruhen aus. Die Polen bei RFE erinnern sich an die blutige Erfahrung aus dem Aufstand in Warschau zu Ende des Zweiten Weltkriegs und rufen zur Zurückhaltung auf. Aber im Herbst 1956 kommt es in Budapest zur Revolution. Laszlo Medgeri war damals ein junger Mann. Man erzählte uns, dass wir in einem Arbeiterparadies lebten. Doch wir sahen, dass Menschen am Verhungern waren, dass Leute anscheinend grundlos aus unserer Straße verschwanden. Man hatte sogar Angst, nach diesen Familien zu fragen. Was war mit ihnen passiert? Plötzlich scheint Freiheit möglich. Das kommunistische System brach so schnell zusammen, es war unglaublich. Hatte irgendjemand das Gefühl, dass sich in Ungarn eine Revolution anbahnte? Wir waren überrascht. Ich denke, die Ungarn waren selber überrascht. Ganz bestimmt waren die ungarischen Kommunisten überrascht. Moskau war überrascht. Alle. Die Polizisten verschwanden, die Geheimpolizei verschwand, auch die russischen Truppen. Es war eine sehr fröhliche Stimmung. Die Berichterstattung über den ungarischen Aufstand führt zu einer schweren Krise für RFE. Lange Zeit glaubte man, Ungarn könnten sich befreien. Dann, ich glaube, es war ein Sonntagmorgen, ich war im Garten in Holzkirchen, wo wir wohnten, kam die Nachricht, dass russische Truppen auf Budapest zumarschierten. Ermuntert durch die Sendungen von RFE, leisten die Ungarn erbitterten Widerstand. Radio Free Europe gave us hope. Radio Freies Europa gab uns Hoffnung. Rightly or wrongly, ob berechtigt oder nicht. Ich glaubte, dass das US-Militär in Deutschland mobilisiert würde und dass sie für uns Waffen abwerfen würden. Denn wir kämpften gegen das mächtige kommunistische Imperium. Bei radiofreies Europa glauben nur die Ungarn an das Eingreifen der USA. Ich denke, niemand im Westen war darauf vorbereitet, die US-Armee in Ungarn einmarschieren zu lassen. Es gab große Angst, dass das zum Dritten Weltkrieg führen könnte. In Budapest starben Menschen. Sie gingen auf die Straße und kämpften. Sie versuchten, die sowjetischen Panzer abzuschießen. Sie versuchten, sowjetische Soldaten zu töten. Und die Soldaten versuchten, sie zu töten. Ohnmächtig hören die Menschen im Westen den letzten Hilferuf eines Piratensenders in Budapest. This morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We
Die Lage wurde recht gefährlich. Deshalb entschieden wir uns, am 29. November nach Österreich zu fliehen. Über Österreich gelangt Laszlo Medgeri in die USA. Mit ihm fliehen in langen Treks geschätzte 200.000 Ungarn in den Westen. Es war sehr schwer für alle. Ich glaube, in gewisser Weise fühlten wir uns in dieser Zeit alle als Ungarn. RFI wird für das blutige Ende des Aufstands, bei dem Tausende von Ungarn ihr Leben verlieren, mitverantwortlich gemacht. Es werden Forderungen nach der Schließung von RFI laut, aber es gibt keine Beweise. Die Mitschnitte der Sendung sind verschwunden. Erst Jahrzehnte später finden sich Kopien in einem deutschen Archiv. Viele Sendungen waren furchtbar emotional. Niemand könnte das als verantwortungsvollen Journalismus bezeichnen. Einige der ungarischen Redakteure, die vorher guten, verantwortungsbewussten Journalismus gemacht hatten, wurden einfach von ihren Emotionen mitgerissen. RFI wurde vorgeworfen, den Leuten den Bau von Molotow-Cocktails zu erklären. 3 Wochen wurde ununterbrochen gesendet. Es gab eine Sendung, in der es darum ging. Benzin in Glasflaschen. Molotow-Cocktails sind die Waffe des Volkes gegen Panzer. Niemand weiß, ob der Ungarnaufstand ohne radiofreies Europa einen anderen Verlauf genommen hätte. Der Sender jedenfalls hat seine Lektion gelernt. Washington, das kann man heute sehen, warnte und riet zur Zurückhaltung. Die Verantwortung für die Emotionen und den Mangel an Professionalismus lag in München, nicht in Washington. It was in Munich, not in Washington. Moskau feiert das neue Jahr 1957. Es ist keineswegs klar, ob Kapitalismus oder Kommunismus den Sieg davontragen werden. Mit ihren Straßenkreuzern versuchen die Russen, die Amerikaner noch zu kopieren. Aber nur ein paar Monate später schockieren sie den Westen mit dem Sputnik. Ein neuer Mond steht am Himmel. Eine Metallkugel mit 60 cm Durchmesser wurde von einer russischen Rakete auf eine Umlaufbahn geschossen. Sie hören die Signale, die von dem erdumkreisenden Satelliten übertragen werden. Stolz erfahren die Moskowiter von diesem Technologiesprung aus ihren Zeitungen. In Kuba, direkt vor der amerikanischen Haustür, stationieren die Sowjets Atomraketen. Amerika und der American Way of Life sind bedroht. Zum Dritten Weltkrieg ist es nur ein winziger Schritt. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Als die Sowjets ihre Raketen abziehen, feiert Radio Liberty seine Berichterstattung. Radio Liberty informiert die sowjetische Bevölkerung ständig über die historischen Ereignisse. Ereignisse, über die die sowjetischen Medien auch nach der Krise nie vollständig berichten. Die Welt ist einem Atomkrieg entkommen. Der Kalte Krieg wird noch lange dauern. Ungarn hat gezeigt, welche Verantwortung radiofreies Europa für seine Hörer trägt. Wir lebten gemütlich und bequem am Rande des englischen Gartens. Aber unsere Hörer mussten Tag aus, Tag ein mit dem System leben. Über Generationen hinweg. Wir wussten das und wollten sie in keinster Weise fehlleiten oder benutzen, nur um einen kurzen Vorteil zu erreichen.
Jetzt schlägt auch die Propaganda für radiofreies Europa einen anderen Ton an. Die jungen Menschen in Polen, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Sie reden, denken nach über die Welt, formen Ideen und Ideale. Ohne radiofreies Europa wäre ihre einzige Nachrichtenquelle kommunistische Propaganda. Und das wäre eine schlechte Nachricht für uns. Sollten Sie nicht beide Seiten hören? Radiofreies Europa braucht deine Hilfe. Propaganda ist ein problematischer Begriff. Ich würde es so formulieren. Wahrheit war das beste Programm. Let's put it that way. Radiofreies Europa will so umfassend und offen wie möglich berichten über das Geschehen im Westen sowieso, aber auch über alles hinter dem eisernen Vorhang. Immer wieder gibt es Interviews mit Flüchtlingen, wie hier nachgestellt mit einem Tschechen, der mit einem Gummiboot über die Ostsee flüchtete. Wie kamen Sie hierher? In diesem kleinen Gummiboot? Ja, in diesem kleinen Boot. In diesem Gummiboot verbrachten Sie 3 Tage und Nächte auf dem Meer? Das ist ungeheuer. Nun möchte ich Sie bitten, sich zur Kamera zu drehen. Das würde ich lieber nicht tun, weil ich meine Familie zurücklassen musste. Das können wir gut verstehen. Vielen Dank. Wesentlich für unseren Erfolg war, dass wir uns um die Bedürfnisse unserer Hörer kümmerten. Wir wollten nicht Amerika verkaufen oder England. Unser Programm beschäftigte sich mit dem, was den Leuten in den Ländern, in die wir sendeten, unter den Nägeln brannte. Kein anderer westlicher Sender machte das. Mehrfach besuchen BBC-Experten radiofreies Europa. Die neuen Berichte streichen die Fortschritte des Münchner Senders heraus. Seine Arbeit wird nun durchaus positiv bewertet. Wir hatten politische Kommentare, Wirtschaftskommentare, Programme für Frauen, religiöse Programme und Programme für Bauern. Wir deckten das ganze Spektrum ab. Die Nachrichten waren heilig, ob gut oder schlecht für uns. Man lebt in einer geschlossenen Welt, in der das Bild der Realität ständig kontrolliert wird. Und plötzlich entdeckt man ein Fenster, das aufgeht und einem ein ganz neues Bild zeigt. Dankesbriefe an Deckadressen lassen ahnen, welche Rolle die Sender für die Hörer spielen, manchmal ganz unerwartet. Ein übersetzter Brief. Unsere Kirche ist seit 3 Jahren geschlossen. Die Leute haben keinen Ort zum Beten. Deshalb danken wir Ihnen herzlich für den sonntäglichen Gottesdienst. Es tut so gut, das Wort Gottes zu hören. Ich kann mich an ganz, ganz schreckliche Situationen erinnern, mehrmals, wo man in der Klasse gefragt wurde, wer glaubt an Gott, beziehungsweise gibt es Familien, in denen es Bibel gibt. Und dann saß man da und fragte sich in dem Moment, wofür hebe ich jetzt die Hand? Wenn ich die Hand hebe und stehe zu dem, was meine Großmutter glaubt und was wir eigentlich glauben, dass es Gott gibt, heißt es, das Minimum, was es heißt, ist, dass die Mutter entlassen wird, weil sie Lehrerin ist und weil wir einfach nicht glauben dürfen. Und natürlich habe ich die Hand gehoben und damit bekundet, dass wir keine Bibel haben und dass im Haus nicht geglaubt wird. Aber dieses schreckliche Gefühl dabei möchte ich eigentlich niemandem zumuten.
Manchmal wusste man nicht mehr, mit wem man sprach, wem man sich anvertrauen konnte. Das ist die alte Geschichte. Man beginnt, ein Doppelleben zu führen. Ein geheimes Leben mit deinen Gedanken und Träumen und das Leben, das man nach außen führt. Man weiß nicht, wem man trauen kann. Nach und nach zeigt sich, dass die blutige Niederschlagung des Ungarnaufstandes eine Niederlage der sowjetischen Propaganda war. Auch gläubige Kommunisten beginnen zu zweifeln. Mein Zweifel ist zum ersten Mal aufgetaucht, als mein Geschichtslehrer erzählt hat, dass er bei der Unterdrückung des Aufstandes in Ungarn war. Er war Kommandeur einer Panzereinheit und da hat erzählt, dass die über die Menschen mit ihren Panzern gerollt sind. Uns wurde bewusst, es gibt jemanden, der dieses System ablehnt. Und das war unklar. Wie kann man so ein System ablehnen? Es ist doch das beste System, das es gibt. Und wenn man dieses System ablehnt, das heißt, es gibt was anderes, besseres. Das war das Erste. Das Zweite war auch dieser Mut, den dieser Lehrer hatte, dass er uns das erzählt hat. Denn wenn nur einer von uns sich verplappert hätte oder zu KGB gegangen wäre, wäre dieser Mensch, unser Lehrer, wäre verschwunden, für immer. Inzwischen wächst eine neue Generation von Hörern heran. Dennis Agoston ist einer von vielen. Ich war in der Grundschule. Wir hatten einen Nachbarn, der Amateurfunker war. He was a ham radio operator. Then he occasionally left me. Manchmal ließ er mich alleine mit seinen Geräten. Und ich drehte herum. Und plötzlich hörte ich ein ungarisches Programm. Als der Mann zurückkam, erzählte ich ihm von meiner Entdeckung. Actually, we can listen to Hungarian radio. And he became very, very serious. He said, er wurde sehr ernst und sagte, das ist verboten. Aber ich erzählte meiner Mutter davon, dass ich Svoboda Radio Europa gehört hatte, wie das auf Ungarisch hieß. Svoboda Europa Radio, as was called in Hungarian. Sie wurde sehr ernst und sagte, nein, das hören wir nicht. Nie und nimmer. Und diese zwei Neins, die bedeuteten für einen Jungen einfach, ja. Der Ungar Geza Ekic gehört von Anfang an mit zur RFE. Sein Deckname ist Cseke Laszlo. Gegen großen Widerstand im Sender setzt er auf die Überzeugungskraft von Rockmusik. Damals nach der ungarischen Revolution, nach der misslungenen Revolution, wir haben das Gefühl gehabt hier in München, dass mit Wörtern zu sagen, können wir nicht. Wir suchten neue Wege, um Hörer zu gewinnen. Und dann kam vielleicht die Idee, vielleicht mit Musik. Cseke holt die Stars dieser Zeit vors RFE-Mikrofon. Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Maria Callas, Louis Armstrong, Geraldine Chaplin. Dennis Agoston in Budapest ist ein großer Fan. Er war unheimlich populär. Kein Held, aber ein sehr unterhaltsamer Typ. Wir haben ihm einfach gern zugehört. Und er war ein toller DJ. Ich sprach nie über Politik. Ich nahm die Schallplatten. Meine Aufgabe war, wer sind diese Beatles? Dann hab ich die beschrieben. Wir haben kein Fernsehen. Ja. Der heißt Paul oder John und 1,60 Meter. Er spielte die Platten, er erzählte uns die Geschichten dazu und er brachte eine Hitparade. Er sorgte für eine tolle Party. Rock'n'Roll schlägt auch im Osten ein wie eine Bombe. Ich habe, wie ich jetzt weiß, eine Generation, eine damalige ungarische, ziemlich jüngere Generation erwischt. Mit der Hilfe der Musik. Plötzlich gibt es da etwas, für das sich die jungen Leute vor und hinter dem eisernen Vorhang gemeinsam begeistern. Die haben das zugehört, nach der Schule
nach Hause gekommen, die Schultasche in die Ecke geworfen und zum Radio, obwohl wir gestört haben. Diese blöde kommunistische Kerle. The regimes were saying how capitalistically. Die Regimes sagten, Rock und Jazz seien kapitalistisch und dekadent. Und das sei auch kein Wunder, denn RFE stand ja im Sold der reaktionären Klasse. Of the reactionary classes and so on. Das war ein folgenschwerer politischer Fehler. Error of judgment. Rockmusik wurde verteufelt als verkommenes Verhalten der westlichen Jugend, die sich an Coca-Cola berauscht. Ich mache keine Witze. On Coca-Cola. I'm not kidding you. I was 16 years old. Ich war 16, als ich mein erstes Cola trank. A friend of mine. Mein Freund und ich gingen zu einem Lokal, wo es angeblich ein paar Flaschen Cola gab. Wir bestellten eine Flasche, öffneten sie, schenkten ein, es sprudelte. Und wir tranken. Es schmeckte komisch. Dann bestellten wir eine zweite Flasche. Wir tranken sie gemeinsam aus und wir wollten uns nicht eingestehen, dass wir nur aufstoßen mussten und sonst nichts spürten. Wir bestellten noch eine dritte Flasche. Ich fragte meinen Freund, merkst du was? Und er meinte, nein. Gehen wir lieber einen Wein trinken. Wir sollten einen Wein trinken. Wir haben daraus Freiheit gespürt. Freiheit, frei sein. Frei sprechen, frei singen, frei bewegen. Irgendein ganz anderes Gefühl, nicht eingesperrt zu sein in einer Welt, zwischen den Grenzen, in einer Gesellschaft. Die Idee dahinter war nicht nur, junge Leute zu bedienen. Wir wussten, dass sie diese Musik mochten. Wir hofften, dass sie auf Dauer sich auch für andere Teile unseres Programms interessieren würden. So erfolgreich ist Cheke Laszlo, dass das Regime versucht, ihn und seine Musik durch einen Film zu demontieren. Cheke wird dadurch nur noch populärer. Wir mussten tatsächlich alle den Film ansehen. Er war schwarz-weiß. So eine Art Dokumentarfilm, den die Kommunisten gemacht hatten, um uns zu erklären, dass radiofreies Europa vom CIA bestimmt war und ganz allein den Zweck hatte, gegen unser herrliches System zu kämpfen. Ein Brief an Cheke Laszlo hat eine junge Hörerin ins Zuchthaus gebracht. Hier erfährt sie, dass ihr Idol ein Agent der CIA sein soll. Auch wenn die CIA radiofreies Europa finanzierte, mir war das egal. Der Sender versorgte uns mit Informationen, die uns sonst nicht zugänglich waren. Die kommunistischen Regimes waren überhaupt nicht glücklich über uns und sie unternahmen eine Menge gegen uns. Manchmal frage ich mich, warum nicht mehr? Wir waren wirklich ein Riesenproblem für die Regierungen in diesen Ländern. Das sahen sie ganz genau. Aber sie fanden einfach kein Gegenmittel. 12 Jahre nach dem Aufstand in Ungarn. Wieder versucht ein Land, das sowjetische Joch abzuschütteln, Tschechoslowakei. In München ist Ralph Walter Direktor von Radio Freies Europa geworden. Jetzt ist er verantwortlich für die Haltung von RFE. Der Prager Frühling begann eigentlich im Herbst 67. Wir sahen die Zeichen. 67, 68, also da war ich 13 Jahre alt und das war wirklich... täglich haben wir zu Hause Radio Freies Europa gehört. Die Situation in der Tschechoslowakei änderte sich sehr schnell. Und innerhalb ganz kurzer Zeit begannen die tschechoslowakischen Medien offen Themen zu diskutieren, die vorher tabu waren. Plötzlich waren sie uns voraus. Wir waren viel vorsichtiger als die Tschechoslowaken selbst. Plötzlich, man konnte sich äußern, auch in Zeitungen. Plötzlich wurden auch die Zeitungen gelesen. Nicht nur die letzte Seite, wo Sport war, auch von Anfang an. Vieles erinnert an den Aufstand in Budapest 12 Jahre zuvor.
Es gab keine Gewalt, nicht einmal Anzeichen davon, keine Unterdrückungsversuche, keine Demonstrationen oder Unruhe. Es waren so die ersten Schneeglöckchen, die aus dem Schnee ihren Kopf rausstreckten. Ja, für uns war das fantastisch. Wir haben natürlich viel mitgekriegt und es war sehr emotional und wir wagten noch nicht mal zu hoffen, aber es war halt ein Zeichen, dass etwas sich bewegt. Ralph Walter erinnert sich nur zu genau an die Fehler, die Radiofreies Europa in Ungarn machte. Erst entschlossen, sie nicht zu wiederholen. Ich war ziemlich beunruhigt und begann zu denken, dass das sehr ungut enden könnte. So holte ich das Ergebnis der Untersuchung heraus, die 1956 über die Sendungen nach Ungarn durchgeführt worden war, und führte sie mir noch einmal zu Gemüt. Mir wurde klar, dass wir den gleichen Fehler noch einmal machen könnten. Die Leitung von RFE und die tschechoslowakischen Exilanten hatten eine Menge aus den Ereignissen von damals gelernt. Ungarn war ein Vorbild dafür, was man nicht machen durfte. Diesmal sind es nicht allein die Russen. Die gesamten Streitkräfte des Warschauer Paktes rücken in die Tschechoslowakei ein. Nur die Rumänen verweigern sich. Es ist eine Streitmacht von 4.500 Panzern. 1.000 Panzer mehr, als Hitler beim Angriff auf die Sowjetunion hatte. Als ich um 1 Uhr nachts den Anruf bekam mit der Nachricht, kamen wir alle im Sender zusammen und begannen mit Vorsichtsmaßnahmen, wie es sie 1956 nicht gegeben hatte. Um 5 oder 6 Uhr früh hat mich Chef angerufen. Tibor, kannst du kommen? Es ist soweit, die Russen sind in der Tschechoslowakei. Tibor Molek ist einer der ältesten Mitarbeiter von Radio Freies Europa seit 1951. Bei seiner Flucht hatte er 2 seiner Kameraden verloren. Dann sind wir alle, auch die nicht angerufen wurden, sind wir alle herangerannt und haben wir gearbeitet, wie wir nur könnten. Beruhigend, dann traurige Musik gesendet, absolut nichts, sogar wenig Wort. Weil es war enormer Schock. Um ein neues Unglück zu vermeiden, greift Ralph Walter zu einer äußersten Maßnahme. Zensur. Nie zuvor hat es das bei RFE gegeben. In der Nachrichtenzentrale richteten wir eine Leitstelle ein, die das zu sendende Material prüfte, bevor es freigegeben wurde. Zum ersten Mal. Und die Nachrichtenabteilung, die immer und mit gutem Recht auf ihre Unabhängigkeit gepocht hatte, stimmte zu. Alle wussten, dass dies ein Notfall war und dass wir zusammenhalten mussten. Diesmal weckt RFE keine falschen Hoffnungen und vermeidet so eine Eskalation. Aber das Ende des Prager Frühlings kann der Sender nicht verhindern. Wir haben es vielleicht insgeheim gehofft, dass sie nicht die Leute dort umkommen lassen und keine Hilfe leisten. Wir haben das erhofft, dass eventuell auch Amerika etwas tut, unterstützt diese Bewegung und dieses Land. Aber so war es eben. Die Welt war geteilt. Rudolf Maslak zieht die Konsequenzen. Als er alt genug ist, flieht er in den Westen und studiert in Rom Theologie. Für Alexander Mannheim ist die erste Begegnung mit dem Westen ein großer Schock. Ich habe plötzlich diesen Wohlstand gesehen. Und es war für mich sehr schwer zu begreifen, wieso können Leute so gut leben. Das war gewissermaßen Schock. Ja, und das hat mir irgendwie wehgetan für die Leute, die da drüben geblieben sind. Ich habe gedacht, wieso verdienen sie auch nicht ein besseres Leben? Wieso leben Leute hier und gerade Deutschland, ein Land, das einen Krieg
angezettelt hat, Krieg angefangen hat, zerschmettert wurde und lebt besser als das gloriose sozialistische System. Der Kalte Krieg geht in sein drittes Jahrzehnt. Radiofreies Europa und Radio Liberty sind aus dem Alltag in Osteuropa nicht mehr wegzudenken. In Deutschland ist Willy Brandt Kanzler geworden. In einem Interview mit einem amerikanischen Fernsehsender erläutert er seine neue Ostpolitik. We have to be watchful. As far as the communist challenge is concerned. Die amerikanischen Propagandasender auf deutschem Boden passen nicht zu seinen Bemühungen um Entspannung. There's a lot of talk in both in Germany and in Deutschland und in den USA wurde viel darüber gesprochen, die Sender abzuschaffen. Sie hätten nichts genützt und nur den Kalten Krieg am Leben gehalten. And let's get rid of it. 1971 muss Washington zugeben, dass die CIA die Sender in München finanziert. Unter dem Eindruck des Vietnamkrieges und weltweiter CIA-Skandale mehren sich die Stimmen, die RFE und Radio Liberty ganz abschaffen wollen. Auch innerhalb der CIA haben die Sender nicht nur Freunde. Für manche sind sie ein außer Kontrolle geratenes Tummelfeld östlicher Agenten. Bei der CIA gab es immer die Auffassung, dass wir Geldverschwendung seien. Wenn die CIA, das Außenministerium oder irgendjemand sonst versucht hätte, unsere tägliche Arbeit zu kontrollieren, das hätte nicht funktioniert. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viel geballtes Expertenwissen über den Osten bei den Münchner Sendern. RFE hatte auch mehr Informationen als die CIA oder jede andere Regierungsstelle. Und unsere Informationen standen jedermann zur Verfügung. Das Komische ist, so sehr unsere Sendungen auch gestört wurden und so sehr die Regierungen die Bürger vom Hören abhalten wollten, die Regierungschefs waren unser eifrigstes Publikum. Sie lasen die Sendungen als Transkript, als schriftliche Berichte, nur für die höchsten Parteiführer, streng geheim. Wir haben die Leute beeinflusst, die uns überwachen mussten. Wenn jemand die Sendungen anhörte, um sie abzuschreiben, dann fing er bald an zu glauben, was er hörte. Dadurch war er für den eigenen Geheimdienst nicht mehr so gut zu gebrauchen. Selbst die Gralshüter des Kommunismus in Moskau hören heimlich die amerikanischen Sender. Ich war mal in London und habe dort eine Gruppe von Professoren getroffen. Und eine Professorin vom Institut des Marxismus-Leninismus hat mich angesprochen, hat gesagt, wann waren Sie zuletzt in Moskau? Wir haben uns getroffen. Ich habe gesagt, nein, da irren Sie sich. Nee, sagt sie, ich irre mich nicht. Ich habe absolutes Gehör. Ich weiß, dass ich ihre Stimme kenne. Und da habe ich ihr in die Augen geguckt. Ich habe gedacht, was soll ich sagen? Wenn ich ihr die Wahrheit sage, wer ich bin, dann ist die Karriere dieser Frau zu Ende. Es waren einige KGB-Leute sicher in dieser Gruppe und auch die anderen Professoren hätten sie verpfiffen. Ich habe verneint, ich habe gesagt, nein, sie irren sich. Und ich bin sicher, dass diese Frau, als sie zurück in Moskau war und wieder meine Stimme gehört, mir sehr dankbar war, dass ich nicht gesagt habe, woher sie meine Stimme kennt. Unter dem Namen RFIRL werden Radiofreies Europa und Radio Liberty organisatorisch und räumlich zusammengelegt und der CIA-Aufsicht entzogen. Aber trotz der Umwälzungen läuft das Kampf weiter. Und so wird der 4. März 1977 zu einer Sternstunde für RFE-RL. Ich kam zum Rundfunk, es war still wie immer. Ich machte die Türe auf von unserer Nachrichtenredaktion und da drinnen stand der Generaldirektor des Rundfunks. Ich weiß nicht, wie viele Personen noch. Als ich das sah, habe ich gewusst, da ist was ganz Schreckliches passiert. Aber ich wusste nicht, was. Ich habe die Tür zugemacht, habe mich
mit dem Rücken zur Tür gelehnt. Ich habe sofort Bauchschmerzen bekommen. Da hat mir die Sekretärin nur gesagt, Erdbeben in Bukarest. Ein Erdbeben mit der Stärke 7,2 hat die rumänische Hauptstadt getroffen. Es war erschreckend, das Zentrum, das ganze Zentrum. Die ganzen Häuser waren gefallen, das war eine Ruine, die ganze Innenstadt. Ja, und so haben wir natürlich begonnen damit, mit den Nachrichten. Aus der ganzen Welt rufen verzweifelte Angehörige bei Radio Freies Europa an, um sich nach ihren Familien zu erkundigen. Der Sender schaltet auf 24-Stunden-Betrieb und gibt die Namen, Adressen und Telefonnummern der Gesuchten durch. In diesem zerstörten Bukarest haben sich kleine Gruppen von Jugendlichen gebildet. Die Jugendlichen haben Radio Freies Europa gehört, haben sich die Adressen, Telefonnummern notiert, sind zu diesen Adressen hingefahren, haben sich erkundigt, ob die Leute noch leben und wenn sie leben, wo sie sich befinden, haben Kontakt aufgenommen mit diesen Leuten, haben ihnen gesagt, dass die Familie von Kanada, von Australien oder von sonst wo sie sucht und sie sollten sich doch bei Radio Freies Europa melden. Dann ist etwas passiert, was man nicht für möglich hielt. Der eiserne Vorhang bekam Löcher. Die Leute aus Bukarest haben angerufen, haben bei uns sich gemeldet und gesagt, ich lebe, uns geht es gut, die ganze Familie ist wohlauf. Die rumänischen Telefonistinnen, die schrien in die Leitung, bleib dran, hier ist Bukarest, bleib dran, mach, häng dich auf. Wir heulten dort und wir konnten es gar nicht fassen, dass das wahr ist. Aber der eiserne Vorhang geht schnell wieder zu. Ich habe es gewusst, dass es gefährlich ist. Es war bekannt, dass einige Mitarbeiter vom Sender beseitigt wurden, umgebracht oder da sind irgendwelche Unfälle inszeniert worden. Das war bekannt. Ich habe gewusst, dass es gefährlich ist. Und als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich ihr auch gesagt, wie das ist. Ich habe gesagt, dass ich eine große Akte bei KGB habe und wenn die Möglichkeit haben, mich zu beseitigen, es kann sein, dass es tatsächlich passiert. Es gibt eine Reihe mysteriöser Todesfälle und Mordversuche. Der Fall des RFE-Mitarbeiters Georgi Markow ist sicher der spektakulärste. Er geht als Regenschirmmord in die Geschichte ein. Markow attackierte den Persönlichkeitskult um Schivkov in Bulgarien. Markow hatte sehr viele Hörer. Alle Bulgaren hörten ihn. Seine Wirkung war groß. They were extremely effective. Schivkov wurde nervös, denn wenn man dem Diktator seinen Persönlichkeitskult wegnimmt, dann ist er nackt. Die Waffe ist bizarr. Ein Regenschirm, aus dessen Spitze eine Giftkapsel abgefeuert werden kann. Für das Opfer ist das Projektil zunächst kaum spürbar. Man hat Markow die Kapsel in London injiziert, im September, an Schivkovs Geburtstag. Solche Attacken fanden oft an den Geburtstagen der Staatsführer statt, als Geschenk des Geheimdienstes. Zwei oder drei Tage nach dem Attentat starb Markow unter furchtbaren Schmerzen. Der bulgarische Geheimdienst ist nicht der gefährlichste Gegner der Sender, es ist die Securitate. Der rumänische Geheimdienst wurde erst 79-80 aktiv, war dann aber einer der feindlichsten Dienste. Drei Direktoren sind innerhalb von 10 Jahren an Krebs gestorben. Männer im besten Alter, die niemals krank waren und die hintereinander innerhalb von sehr kurzer Zeit verstorben sind. Mihai Pacepa, der Überläufer, der einst in Rumänien der Spionagechef von Ceausescu war, als der zu den Amerikanern übergelaufen war, hat er ein Buch veröffentlicht. Michael Pacepa flieht im Jahr des Erdbebens zu den Amerikanern. Er ist der ranghöchste Geheimdienstoffizier des Ostens, der während des Kalten Krieges überläuft. Als das veröffentlicht wurde, hat unser damaliger Direktor der rumänischen Abteilung, Vlad Georgescu, angekündigt in unseren Sendungen, dass er an einem bestimmten Tag beginnen wird, eine Serie von Sendungen mit Lesungen aus diesem Buch. Und diesem Direktor
ist persönlich mitgeteilt worden von einer Verwandten, die hier zu Besuch bei ihm war. Der hat man aufgetragen, ihm das zu sagen. Wenn du die Auszüge aus dem Buch sendest, bist du innerhalb eines Jahres tot. Es wurden Lesungen gemacht aus diesem Buch. Ich glaube, in Rumänien, in Bukarest, waren die Straßen leer gefegt, weil alle Leute am Rundfunk, am Radioapparat saßen. Kurz danach hat er einen Gehirntumor bekommen und ist an Krebs gestorben, so wie andere drei Direktoren der rumänischen Abteilung. Im Gebäude des Senders finden sich keine Spuren einer radioaktiven Verstrahlung. Die seltsamen Krebsfälle werden nie aufgeklärt. Die Familie Lind bekommt nach jahrelangem Kampf der Mutter 1977 die Erlaubnis, nach Deutschland auszuwandern. Man wusste, man will weg, und gleichzeitig wusste man, dass dieses Wegwollen bedeutet auch ein unglaublicher Abschied, ein unglaublicher Schmerz, und hatte gehofft, dass man eigentlich keine Ausreisegenehmigung erhält. Ich weiß noch, dass Verwandte und Freunde uns angeboten haben, wenn ihr in Deutschland hungert, dann helfen wir euch. Wir schicken euch Lebensmittelpakete. Bitte sagt uns Bescheid. Sie landen auf einem fremden Planeten. Als wir in Frankfurt ankamen, auf dem Flughafen, das war so eine völlig andere Welt. Das ist eigentlich kaum zu beschreiben. Es war einfach alles anders. Es ist die Farben, die Gerüche, die Menschen, als wir auf das Gepäck warteten. Da lief, glaube ich, eine Werbung für Zigaretten oder für irgendwelche Zeitschriften. Es kann die neue Revue gewesen sein, was auch immer, aus heutiger Sicht. Auf jeden Fall hat man barbusige, halbnackte Frauen gesehen. In meiner wiederum sehr, sehr brüden Vorstellung gehörte sich das einfach schon gar nicht so in der Öffentlichkeit. Es war nicht nur für uns als ein Schock, als junge Menschen, weil das Land war so prüde, das Land war so konservativ, in dem wir groß geworden sind, für unsere Eltern, ganz geschweige für die Großeltern. Das war, ich glaube, das war die Vorstellung von Sodom und Gomorra. Ende der 70er Jahre nimmt die wirtschaftliche Not in den kommunistischen Ländern zu. Es waren Zeiten, da standen die Leute nachts von, die Rentner vor allem, weil die hatten ja Zeit. Die standen von abends um 8 bis morgens um 8 an einer Schlange im Winter, wo es minus 15 Grad waren. Und wenn jemand zur Schlange kam und hat gefragt, ja, warum steht ihr denn da? Was gibt's denn? Was kommt morgen? Die haben gesagt, wir wissen nicht, aber wenn die Leute an der Schlange stehen, das bedeutet, es gibt morgen was. Und dann am nächsten Tag kam der Wagen, so ein Lastwagen mit weiße, blanke Knochen. Und die Leute haben die Knochen gekauft und haben Suppe gekocht davon. Ich wuchs im Haus eines alten und sehr angesehenen Arztes auf. Er hatte zwei Kinder. Die Tochter lebte mit uns, der Sohn hatte es geschafft, dem Kommunismus zu entkommen, und lebte in Kalifornien. Einmal stand ich mit der Tochter eine ganze Nacht lang im Käse an, 12, 13 Stunden. Wir kamen überglücklich nach Hause, weil wir ein Kilo Käse ergattert hatten. Und der Vater sagte, mein Sohn aus Los Angeles hat gerade angerufen. Er hat sich einen neuen Mercedes gekauft. Und ich frage mich, welches meiner Kinder jetzt glücklicher ist. Das den Mercedes gekauft hat, oder das mit dem Kilo Käse? Genau genommen glaube ich, das Kind mit dem Käse ist glücklicher. Das Siegesgefühl, nicht aufgegeben zu haben, und das Glück, dass der Käse nicht aus war, als man an die Reihe kam, das ist unbezahlbar. That was an achievement. Non abbiate paura. Aprite i confini degli stati. Aber es gibt auch Hoffnung auf Veränderung. Der polnische Kardinal Karol Wojtyla ist zum Papst gewählt worden. I vasti campi di cultura. Non abbiate paura. Der Besuch von Johannes Paul II. In seiner Heimat ist ein politisches Erdbeben. Non abbiate paura, habt keine Angst, ist sein Wahlspruch. Und die Polen münzen ihn auf sich.
Wenige Monate später streiken die Arbeiter auf der Danziger Werft. Ein junger Mann wird zur Führungsfigur, Lech Wałęsa. Als die Solidarność gegründet wurde und diese Bewegung immer stärker wurde, ich muss sagen, ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass es wieder ein Massaker stattfindet wie damals in Ungarn oder in Tschechoslowakei im Jahre 68. Es war keine Freude. Ich habe das skeptisch aufgenommen, denn ich wusste, dass der Westen nichts unternehmen wird, um diese Menschen zu unterstützen. RFI RL reagiert mit Vorsicht, zu sehr, wie manche meinen. Die Einstellung der Redaktionen war, so viel wie möglich zu berichten, und zwar auch die kritischen Stimmen. Nicht nur die positiven Stimmen, was die Solidarność betrifft, auch die Bedenken, ja, inwieweit das sich negativ eventuell entwickeln könnte. Es kommt nicht zu der befürchteten Eskalation. Dafür wird RFE RL selbst zum Ziel eines Angriffs. Das Attentat ist ein Gruß der Securitate zum 30. Geburtstag des Senders, überreicht von dem legendären Terroristen Carlos. Sie wollten keine Opfer. Hätten sie um 9 Uhr morgens eine Autobombe hochgehen lassen, dann wären Hunderte von Leuten gestorben. Das wollten sie nicht. Das Attentat hat einen unerwarteten Nebeneffekt. Drüben in der Mitte des ersten Stocks arbeitete ein KGB-Agent. Sein Büro wurde vollkommen zerstört. Der hat sich bei seinen Führungsleuten beschwert, dass er dabei hätte umkommen können. Die Nervosität der Machthaber im Osten steigt. Das Bombenattentat auf die Sender ist eine Ohnmachtserklärung. Unsere erste Reaktion war, wir werden es ihnen zeigen. Damit können sie uns nicht in die Knie zwingen. Wir geben nicht klein bei. Hätte es einen zweiten Angriff gegeben, 2 Wochen später, da wäre ich mir nicht so sicher. Die Wirkung wäre ungleich größer gewesen. Es ist eine unruhige Zeit. Nur ein paar Wochen später ein Attentat auf den Papst. Der kommunistische Osten wehrt sich mit allen Mitteln gegen die Veränderungen. Die Solidarność ist zu einer Untergrundorganisation geworden, aber der Westen hat Lech Wałęsa nicht vergessen. Herbst 1983. Über das Radio erfährt er, dass er den Friedensnobelpreis erhalten hat. Ist mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Das Nobelkomitee des norwegischen Parlaments begründete seine Entscheidung mit dem Beitrag, den Wałęsa unter erheblichen persönlichen Opfern zur Sicherung der Rechte der Arbeiter. Ein Wermutstropfen. Er kann den Preis nicht selbst entgegennehmen. Das Regime würde ihm die Rückkehr verweigern. So erlebt er die Verleihung am Radio mit. Det er opp fra dette fellesskapsideal at årets fredspris vinner. Das Radio schlägt viele solcher Brücken. Auch für Rudolf Maslak, der vom wiedergenesenen Papst in Rom zum Priester geweiht wird. Am 21. Juni 87 wurde ich zum Priester geweiht. Weil die Kommunisten wussten, dass ich im Petersdom geweiht werde vom Papst Johannes Paul II., konnten die Eltern nicht kommen. Und das war für mich sehr traurig und ich habe darunter gelitten. Aber am gleichen Tag bin ich mich mit den Leuten getroffen, die im Radio Freies Europa gearbeitet haben. Die haben mir Vorschlag gemacht, vielleicht, wenn du möchtest, dürfen wir eine heilige Messe in München veranstalten, in der Kirche St. Stephan, und die wird übertragen auch in die Slowakei.
die Eltern wussten das, Freunde wussten das auch und es war wenigstens ein bisschen auch ein Fest für sie. Noch einmal sind die Münchner Sender für Osteuropa von lebenswichtiger Bedeutung. Am 26. April 1986 explodiert der vierte Reaktor des Kernkraftwerks bei Tschernobyl. Der atomare GAU wird zum GAU für die Sowjetunion insgesamt. Das Volk hat vielleicht zum ersten Mal das Gefühl gehabt, die, die dort oben im Kreml sitzen, lügen. Man wusste nicht, was das sein kann, man rätselte. Und als die Wissenschaftler festgestellt haben, woher diese radioaktive Wolke kam, dass in Tschernobyl ein Reaktor explodiert ist, darüber haben wir auch berichtet. Tschernobyl, die Unterdrückung der Fakten durch die sowjetischen Behörden in der ersten Woche und damit verbunden die Bedrohung der Menschen durch die radioaktive Strahlung und die einzigen Informationen dazu kamen allein von westlichen Sendern. Das war wirklich der Anfang vom Ende des kommunistischen Systems in Osteuropa. Of the communist system in Eastern Europe. Den Anfang vom Ende erlebt Jim Lambert in der Sendestation in Lampertheim. Kann sein, dass es Dezember 88 war. Unsere Monitoring-Station in Wien und in Berlin und Griechenland haben die Zentrale in München angerufen und haben gesagt, kaum zu glauben, aber da sind keine Störsender mehr da. Unser Programm ist frei. Man kann das überall hören. Ein Jahr später ist alles vorbei. Prag erlebt die Samtene Revolution. Ungarn baut den Grenzzaun ab. Solidarność bildet die erste freie Regierung in Polen. Und die Mauer fällt. Es waren unglaubliche Tage. Man kam nicht mehr zum Schlafen, weil man selber nicht glauben konnte. Ja, es war, man konnte auch nicht nach Hause gehen. Alle Redakteure, alle waren da. Es kamen die Nachrichten, überschlugen sich. Und man war natürlich gespannt, wie die Sache ausgeht. Man war auch beängstigt, wie die Sache ausgehen könnte. Nur in Rumänien scheint sich das Regime Ceausescus zu halten. Aber bei einem öffentlichen Auftritt des Diktators brechen auch in Bukarest alle Dämme. Niemand hatte Urlaub, niemand hatte Familie, niemand hatte Hunger oder Durst. Wir waren alle dort. Und in dem Moment, wo Ceausescu und seine Frau gefasst wurden, haben die in Radio Bukarest natürlich im Rundfunk das durchgegeben. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was bei uns los war in der Abteilung. Wir waren alle am Korridor. Es gab ein Brüllen bei uns. Die wussten nicht, was los ist. Die sind hochgerannt alle und haben uns gesehen auf dem Korridor. Wir hupften da wie die Verrückten und haben alle geweint und gelacht vor lauter Glück. Für einen Moment steht die Zeit still. Der Kalte Krieg ist vorbei. Osteuropa hat sich vom Kommunismus befreit, auf friedliche Weise. Radiofreies Europa hat sein Ziel erreicht. Die Amerikaner insgesamt können sehr schlecht Herzen gewinnen. Die Amerikaner sind da irgendwie beschränkt. Allerdings, der Sender war nicht die Amerika, war nicht Vereinigte Staaten. Das waren Leute aus der ehemaligen UdSSR, aus Ungarn, Polen, Tschechei, Slowakei. Die haben ganz andere Herzen, ganz andere Mentalität gehabt. Das waren nicht die Amerikaner.
Das waren Menschen, die diese Länder als Heimat betrachtet haben. Gleich nach der Revolution bin ich zurückgefahren und es waren die 10 vielleicht emotionalsten Tage meines Lebens. Ich lief durch die Straßen nur heulend. Mir sind die Tränen gekullert, die Leute haben mich auf der Straße angeguckt und die wussten nicht, was mit mir los ist. Alle Erinnerungen kamen zurück. Ich bin zu dem Haus gegangen, wo wir gewohnt haben. Ich bin in meine Schule gegangen, habe mein Klassenzimmer besucht. Ich habe geweint wie ein kleines Kind. Da kam eine Lehrerin, die dachte, ich bin eine Mutter von irgendeinem Kind und fragte mich, warum weinen Sie? Kann ich Ihnen irgendwas helfen? Suchen Sie etwas? Und ich sagte, ja, ich suche meine Vergangenheit. Ein halbes Menschenleben hat der Kalte Krieg gedauert. Jetzt löst sich innerhalb weniger Wochen der eiserne Vorhang in Luft auf. Als ich mich in Buda wiederfand und über die Donau hinweg nach Pest schaute, das war ein ungeheures Gefühl, weil ich immer geglaubt hatte, das könnte in meinem Leben nicht mehr passieren. Die Tränen standen mir in den Augen. Hier stand ich. Ich konnte es einfach nicht fassen. Das war ein Traum. Wir haben nie gedacht. Ich bin das erste Mal nach Moskau geflogen und neben mir hat eine Reiseleiterin gesessen und wir sind im Gespräch gekommen und ich habe zu sie gesagt, die einzige Möglichkeit, ich nach Moskau zu fliegen in mein Leben, war in ein B-52. Das war unglaublich für uns, dass das so aufhören könnte. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Mutter diese Sender gehört hat. Sie hat etwas Verbotenes getan, etwas Mutiges getan. Wir haben gelernt dadurch, Mut zu haben. Und bis heute geht es mir eigentlich so, ich habe keinen Respekt gegenüber Funktionen. Ich habe Respekt gegenüber menschlicher Größe, Wissen, Intelligenz, Kreativität, aber nicht reine Macht. Sometimes I'm looking at my kids and I'm trying to think, how can I explain them? Manchmal schaue ich meine Kinder an und überlege mir, wie ich ihnen am besten erkläre, wie das alles war. Dann erkenne ich, welche Worte ich auch immer finde, sie werden es nie verstehen. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin glücklich darüber. Ich bin glücklich, dass sie das nicht verstehen können. Das bedeutet, dass sie in einer Welt ohne Unterdrückung leben, in einer Welt, in der sie nichts verheimlichen müssen, sondern frei sagen dürfen, was sie denken. Слова не скажут.